Willkommen bei Schlesienjournal. Heute in der Sendung erinnern wir an die politischen Veränderungen in Polen, die vor 25 Jahren stattgefunden haben. Wir schauen darauf jedoch aus der Sicht der deutschen Minderheit. Und für mich persönlich ist diese Sendung ganz besonders, denn heute darf ich Ihnen meinen Vater vorstellen. Zuerst aber die Infos. Ein 25-jähriges Jubiläum ist ein guter Grund zum Feiern. Mit einem deutsch-polnischen Konzert wurde an den demokratischen Wandel erinnert, der sich vor 25 Jahren in Polen und Deutschland vollzogen hatte. Das Jubiläumskonzert Freiheit und Einheit organisierte das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Vor 25 Jahren die Menschen einfach um ihre Freiheit gekämpft haben. Wir haben den runden Tisch, wir haben die ersten teilweise freien Parlamentswahlen und auch fällt die Berliner Mauer. Und das sind sehr wichtige Ereignisse, die eben Deutschland und Polen und auch ganz Europa seit dieser Zeit sehr geprägt haben. Und für die deutsch-polnischen Beziehungen ist es wichtig, es war der Anfang von der Versöhnung. Es war der Anfang von der Versöhnung. Die Messe in Kreisau und auch eben konnte sich dann weiter, dann 1990, auch die deutsche Minderheit in Polen hier bilden. Für die musikalische Unterhaltung sorgten das Jugendorchester Akkord Orchestra Potsdam und die Opelner Fryderyk Chopin Musikschule. Sie füllten den Abend mit Akkordeonklängen. Der österreichische Frühling in Oppeln ist im vollen Gange. In diesem Rahmen bietet die Österreich-Bibliothek Ausstellungen, Konzerte und Autorenlesungen. Am 15. Mai steht eine besondere Begegnung mit Literatur auf dem Programm. Diesmal ist es ein Autor iranischer Herkunft, Samamani, der Fragmente seines Werks Ungläubig präsentiert wird, mit einer Künstlergruppe Trick My Film. Also es wird diesmal Literatur mit Musik und auch mit verschiedenen Trickfilmen präsentiert, also eine Collage von verschiedenen Künsten. Ein weiteres Treffen im Rahmen des österreichischen Frühlings gibt es am 21. Mai im Germanistischen Institut der Universität Oppeln. Die Wiener Schriftstellerin Marianne Gruber spricht dort über ihr Leben und Schaffen. Am letzten Maiwochenende findet die traditionelle Minderheitenwallfahrt zum St. Annaberg statt. Zum gemeinsamen Gebet treffen sich vor allem Vertreter der deutschen Minderheit aus Nieder- und Oberschlesien. Direkt vor der Wallfahrt organisiert der Verband der deutschen sozialkulturellen Gesellschaften in Polen eine zweitägige wissenschaftliche Konferenz, die ebenfalls auf dem Annaberg stattfindet. Das Thema der Konferenz lautet: Die Deutschen in Polen, die kommunistischen Behörden gegenüber der deutschen Bevölkerung. Das Problem in Polen ist auch die fehlende Akzeptanz gegenüber der deutschen Minderheit. Aber wenn man jetzt denkt, warum das fehlt, da sehr oft bekommen wir die Frage, man weiß sehr wenig über die Deutschen in Polen heutzutage, aber noch weniger, wie war die Nachkriegsgeschichte der Deutschen. Und deswegen bekommt man oft so eine Frage, wieso denn bis 1989 sind keine Deutschen oder fast keine Deutschen in Polen gewesen und auf einmal ist jetzt eine große Volksgruppe. Während der Konferenz werden Historiker und Zeitzeugen über diese Thematik referieren. Wissenschaftlich unterstützt die Organisatoren das Institut des Nationalen Gedenkens und die Polnische Akademie der Wissenschaften. Zu der Teilnahme kann man sich bis zum 15. Mai anmelden. Das Anmeldeformular und das Programm der Konferenz finden Sie auf der Internetseite www.vdg.pl. Mittlerweile ist es ganz normal, dass die deutsche Minderheit am kulturellen und politischen Leben Polens teilnimmt. Doch vor 25 Jahren war das noch ganz anders. Damals begann für Polen erst der Weg in die Freiheit und Demokratie. Auch für die Deutschen in Polen war es eine wichtige Zeit des Umbruchs. Mein Vater war einer der Männer der ersten Stunde, die bereits vor der politischen Wende angefangen haben, sich als Deutsche zu zeigen. Meine Redaktionskollegen haben ihn beim Konzert anlässlich des 25. Jahrestages der demokratischen Veränderungen in Polen und Deutschland getroffen und mit ihm über die damalige Zeit gesprochen.
Und den ganzen Anfang, da kam das sowieso von der Solidarność. Denn wenn die Solidarność aufgebrochen wurde, dann haben wir auch schon Mut bekommen und dann vor allem auch das, was in Russland geschah, mit dem Gorbatschow, die ganze Perestroika. Und da haben wir auch schon ein bisschen Mut bekommen und uns so langsam organisiert. Nach so vielen Jahren, 45 Jahren des Kommunismus, wir waren zwar Deutsche, ich bin auch persönlich ein Deutscher, aber wir waren so viele Jahre, 45 Jahre von der Kultur getrennt. Dass viele Leute wussten gar nicht, wer das ist, Eichendorff oder sowas, das war fremd für viele Leute. Wir mussten erst anfangen. Und ich als Gastwirt habe natürlich die Möglichkeit gehabt, mit einem breiten Spektrum der Leute zusammenzukommen. Ich kam ja in die Gastwirtschaft, da habe ich mit Leuten gesprochen, mit denen ich sprechen konnte über solche Sachen, natürlich nicht mit allen. Aber ich wusste, die sind deutsche Oberschlesier. Und da habe ich gesprochen, wie und wie sie das sehen. Und da haben wir das angefangen. Der Mut war dann immer größer. Und vor allem am 4. Juni 1989 die erste deutsche Messe auf dem Annaberg. Das hat uns richtig so aufgebaut. Und jeden Sonntag, wenn das möglich war, da sind wir dann gefahren. Es wurde nirgends veröffentlicht, dass so eine Messe stattfindet. Einfach, wir haben es erfahren, von Mund zu Mund ist es gegangen und da haben wir es erfahren. Und dann war natürlich, dort waren Scharen von Leuten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und natürlich, ich war auch immer, möglichst war ich dabei. Und dann natürlich war auch ein großes Ereignis für uns im Kreis, das Treffen mit dem Bundeskanzler. Das war sehr wichtig für uns. Wir sind mit zwei Bussen aus Himmelwitz gefahren. Ich dachte mir so, man muss dort, wenn man dort hinkommt, man muss doch auch was haben. Und da dachte ich mir, nur alle Städte werden ja bestimmt schreiben, die Stadt sowieso grüßt den Bundeskanzler. Aber ich dachte, du musst dir was ausdenken, was Besonderes. Und da ist mir das so eingetroffen, da habe ich mir so gedacht, ach, da wirst du sagen, Helmut, du bist auch unser Kanzler. Und dann natürlich das Treffen mit Persönlichkeiten aus Deutschland, wie zum Beispiel in Kreisau mit dem Bundeskanzler oder die Frau Sismuth, damals war sie Bundestagspräsidentin, kam hier nach Oppeln. Und das war schon der Norbert Blüm, der damalige Wirtschaftsminister, der kam hier nach Oppeln, da wurde ich schnell angerufen, komm schnell nach Oppeln ins Hotel und dann ist er mit uns nach Annaberg gefahren. Er hat einen Wunsch gehabt, noch in der Nacht um 10 Uhr nach Annaberg zu fahren. Nur viele persönlich, das war ein großes Erlebnis. Wir in der Familie vor allem, wir pflegen unsere deutsche Sprache, unsere deutsche Kultur. Und das ist für uns wichtig in der Familie, meine Frau und von mir. Und jetzt unsere Enkelinnen, die zwei Älteren, die eine studiert in Berlin und die zweite studiert, das weiß ich, in Heidelberg oder irgendwo. Und die zwei Enkel, die wohnen in Görlitz, da die sprechen ja sehr wenig Polnisch oder überhaupt nicht. Denn der Sohn hat mir gesagt, Papa, du sollst auch mit deinem Enkel auch Polnisch sprechen. Er sagte, von mir verlangst du jetzt, dass ich als Deutscher meinen Enkel Polnisch lernen werde. Obwohl er recht hatte. Denn Sprachen sind Sprachen. Egal, was für eine Sprache. Und die polnische Sprache ist irgendwie auch 38 Millionen Volk. Das ist auch schon eine Sprache, die vielleicht auch wichtig ist. Vielleicht nicht so wichtig wie Englisch und Deutsch, aber doch. Nicht? Aber da habe ich dem Sohn gesagt, er soll, wenn er dort in Görlitz eine Schule findet, wo man auch Polnisch Unterricht bekommt, da soll er dort gehen. Nicht? Und die fünfte, die ist ja noch zu klein, mit der kann man ja noch nicht, die müssen abwarten. Aber jedenfalls bei uns, wir machen uns keine Vorwürfe, wir pflegen unsere Sprache zu Hause und das ist für mich wichtig. Und wir fahren auch jeden Sonntag zu deutschen Messen, egal wie viele Kilometer, da zählen wir nicht und wir fahren. Und wir auf allen Veranstaltungen möglichst mit der Frau sind wir dabei. Thank you.
Mein Vater feiert gerade seinen 80. Geburtstag und ich bin wirklich stolz auf ihn, dass er sich so für die Deutschen in Schlesien engagiert hat. Und das ist schon alles für heute. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Bis dahin also, auf Wiedersehen.